Hallo, heute bereite ich euch einen leckeren Brotauflauf mit Hackbällchen und Kirschtomaten zu. Dafür braucht ihr eine fein geschnittene rote Zwiebel, ein Baguette, drei Eier, vier Knoblauchzehen, Basilikum, Kirschtomaten, 400 Gramm Hackfleisch. An Gewürzen, Salz, Oregano, Pfeffer, rosenscharfen Paprika und Chiliflocken und griechischen Sahnejoghurt. Dann fangen wir mal gleich an. Als erstes pressen wir zwei Knoblauchzehen und geben diese in die Auflaufform. Danach schneiden wir das Baguette in Scheiben und die Scheiben in Würfel. Und geben diese Würfel in die Auflaufform zu dem Knoblauch. Die klein geschnittenen Würfel, die vermengen wir jetzt mit dem Knoblauch. Richtig schön durchmischen. Danach geben wir die Auflaufform ungefähr für 2-3 Minuten in den Backofen und lassen die Baguettewürfel schön anbräunen. Machen wir weiter mit den Hackbällchen. Hier ist unser Hack. Dann geben wir ein Ei hinein. Die rote Zwiebel. Und ups, eine Knoblauchzehe. Dann würzen wir das Ganze mit Salz. Dann Pfeffer, ups, das war zu viel, großen scharfer Paprika. Und
das Oregano. Ungefähr ja, so einen halben Teelöffel. Dann geben wir noch ungefähr 2-3 Esslöffel Semmelbrödel hinzu. Jetzt mischen wir das Ganze unter und formen da so 15 kleine Fleischbällchen raus. Die Hackbällchen jetzt für ungefähr 10 Minuten rundherum schön anbräunen. Jetzt geht's weiter mit der Soße. Dafür nehmen wir ungefähr 400 Gramm von dem griechischen Sahnejoghurt. Seht ihr, die Festigkeit ist ein bisschen anders als unser Joghurt. Noch ein bisschen mehr. Da geben wir nun 2 Eier hinzu. Und würzen mit Salz, Pfeffer, und Chiliflocken. Das müsst ihr ganz alleine variieren. Mit dem Geschmack von den Chiliflocken. Der eine mag es schärfer, der andere nicht. Demnach gebt ihr die Chiliflocken hinzu. Und jetzt zum Schluss noch eine Knoblauchzehe. Boah. Und circa 2-3 Löffel Olivenöl. Das Ganze wird jetzt gut durchgemischt. Jetzt fangen wir an, die Auflaufform zu befüllen. Wie ihr seht, sind hier unten jetzt die gerösteten Baguette-Würfel. Darauf verteilen wir jetzt schön unsere gebratenen Frikadellen. Oder Hackfleischbällchen. Wo packen wir die letzte hin? Ein bisschen Platz machen, da ist noch eine Lücke. Dann geben wir die geviertelten Tomaten dazwischen.
Ein bisschen schön dekorieren. In jeder Ecke wird etwas. Und noch ein paar Baguettebrösel drüber streuen. Damit die Lungen alle schön gefüllt sind. Und zum Schluss geben wir unsere Joghurtsoße hin drüber. Das Ganze geben wir jetzt für 20 Minuten in den Backofen bei 160 Grad. Leider konnte man mich gerade nicht verstehen, weil der Hund so gekläfft hat. Den Auflauf, den gibt ihr jetzt für ungefähr 20 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht der Brotauflauf aus, wenn er fertig ist. Schön knusprig braun. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich. Einen schönen Tag noch. Tschüssi.